Freunde, und damit ein herzliches Willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zum Let's Play von Gothic 2. Ihr habt ja jetzt bestimmt mitgekommen, ich habe jetzt eine sehr, sehr lange Weile keine Videos auf YouTube gemacht, einfach weil ich so eine Art Künstlerkrise hatte, könnte man fast sagen. Ich wusste nicht so genau, was ich machen will. Auf diese ganzen geschnittenen Horror-Gameplays und so hatte ich auf einmal überhaupt gar keine Lust mehr, so gar nicht. Heißt, die Motivation ist komplett über die Wupper gegangen und ich habe mich dann halt dazu entschieden, erstmal eine Pause zu machen, einfach nur, um mir selber mal wieder klar zu werden, was ich so auf YouTube machen möchte und warum ich YouTube mache. Und ich habe YouTube eigentlich angefangen, und das ist ja auch nicht mein erster Kanal hier, und ich habe schon immer nur YouTube gemacht, um Videos zu produzieren, wo ich selber Freude dran habe, wo es mir selber Spaß macht und wo die Leute hinterher sagen, yo, das ist nice. Das Spiel ist gut, das Video ist gut, das hast du gut gemacht. Und mir ist in letzter Zeit einfach ein bisschen mein eigener Spaß daran komplett abhanden gekommen, weil ich spiele auch privat ganz gerne mal RPGs und so, das wisst ihr ja mittlerweile. Und auf dem Hauptkanal machen wir eigentlich nur Horror-Gameplays. Und Horror ist geil, aber jeden Tag Horror, irgendwann hast du keine Lust mehr. Und deswegen werde ich jetzt den Kanal, wie ich es auch eigentlich Anfang des Jahres schon vorhatte, ein bisschen erweitern. Heißt, es kommt jetzt alles. Wir machen immer noch Horror, natürlich, aber es ist nicht mehr nur Horror. Hier kommen jetzt auch mal RPGs, vielleicht kommen auch mal Rennspiele. Ich weiß, dass das jetzt einigen von euch überhaupt nicht in den Kram passen wird. Auch, dass wir jetzt zum Beispiel dieses Let's Play hier ohne Facecam machen. Weil in so einem RPG müsst ihr nicht meine Facecam irgendwo in der Ecke rumtanzen haben. Das ist einfach ein schönes Story-driven Gameplay. Ja, ein schönes Game. Das zocken wir einfach. Oldschool-RPG, Leute. Und wie gesagt, ich weiß, einigen wird es nicht in den Kram passen, dass wir jetzt hier so einen kleinen Umschwung auf dem Kanal machen. Aber ich möchte gerne weiter Videos produzieren für euch. Und so wie wir es bis vor kurzem gemacht haben mit der Videoproduktion, passt mir persönlich das einfach gar nicht mehr. Weil ich erstens in die geschnittenen Videos auch extrem viel Arbeit stecken muss. Und ihr wisst, ich arbeite nebenher noch Vollzeit und irgendwann, es war mir mittlerweile einfach alles zu viel. Aber ich möchte trotzdem weiter Videos für euch machen. Deswegen machen wir das jetzt halt ein bisschen in einer anderen Art, Freunde. Aber das war jetzt genug vom Vorgeplänkel. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und wie gesagt, wir spielen Gothic 2 in der Gold-Edition. Heißt, mit der Erweiterung Nacht des Raben. Und ich habe zusätzlich noch einen Grafikmod installiert. Den kennen bestimmt einige von euch auch in der Elhiva-Edition. Ich weiß nicht, spricht man das so aus? Keine Ahnung, Freunde. Aber wir starten jetzt einfach mal das Spiel. Gothic 2 Gold-Edition. Schönes Oldschool-RPG. Ist so ein bisschen was für die Berieselung am Abend, ja? Wenn ihr abends nicht wisst, was ihr zu tun habt, könnt ihr hiervon was gucken, ja? Es werden in nächster Zeit auch noch andere neue Projekte kommen. Aber wir drücken jetzt mal auf Start. Let's go! Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Ah!
Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. So, Freunde, nach diesem fulminanten Intro befinden wir uns jetzt hier in Gothic 2. Diejenigen von euch, die das Spiel kennen, die sehen schon, dass ich hier grafisch jetzt mit dem Mod, den ich installiert habe, ein bisschen was getan habe. Wir können jetzt auch in Full HD-Auflösung spielen, das kann man ja normalerweise auch nicht. Denn das Spiel ist, für diejenigen, die es nicht wissen, ich glaube von 2003 oder von 2004. Also als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, als ich 12 war, war das Spiel schon alt, quasi. Aber es ist einfach eins der besten RPGs, die ich kenne. Alleine von der Story, vom Gameplay her, keine Ahnung. Es hat mich damals schon gefesselt und es fesselt mich jetzt auch über 10 Jahre später immer noch jedes Mal, wenn ich dieses Spiel anfange. Man hat komplett Open World, unglaublich viele Freiheiten, weil einige von euch denken sich bestimmt, jo, warum spielst du nicht Alex oder sowas? Ja, nee, wir spielen aber Gothic 2, weil das ist geiler. Ja, diejenigen von euch, die das Spiel kennen, werden genau wissen, was ich meine. Es ist einfach ein absoluter Klassiker. Aber wir fragen jetzt erstmal den guten alten Xardas, von welcher neuen Bedrohung er denn überhaupt spricht. Denn was ist hier überhaupt los? Wir haben 3 Wochen unter Stein gelegen. Keiner weiß, was abgeht in der Hood. Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Viljas Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Ja, Freunde, das Video, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist quasi das Intro zu dem Add-on. Weil normalerweise ist es ja nur Gothic 2. Wir spielen das aber hier in der Gold Edition, also auch mit der Erweiterung Nacht des Raben. Und das gerade war quasi das Introduction-Video dazu. Ja, da geht es nämlich um so ein bisschen was anderes wie im Originalspiel. Dazu kommen wir aber später noch. Wir haben ja erst noch ein paar andere Sachen zu tun. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt, und sie kamen. Alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich geschart. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinnes. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, Zeit ist immer so ein Ding. Ne? Dann lass uns machen, dass wir hier wegkommen. Dann lass uns machen, dass wir hier wegkommen. Wenn wir fliehen, dann nur, um uns den Drachen später zu stellen. Mit der Hilfe der Soldaten und der Magier aus dieser Gegend können wir sie aufhalten, bevor sich ihre Armee vollständig formiert hat. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Ja, das stimmt natürlich. Wir müssen uns erstmal langsam ausrüsten und uns dann den Drachen entgegenstellen, um ihrem Wirken Einhalt zu gebieten. Dafür brauchen wir natürlich Bewaffnung. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um.
Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Ja gut, der Xardas hat natürlich einiges für uns. Also nicht viel, aber es reicht erstmal. Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinis, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Ja, wir kriegen also wieder einige Aufgaben zu tun. Aber warum sollten mir die Paladine denn das Auge Innos geben? Wenn wir da so reinkommen, so abgerissen, wie wir aussehen, dann sagen die doch auch, nö. Warum sollten mir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wärst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Ja, natürlich, hat Axalas recht. Aber dafür müssen wir das Auge Innos ja erstmal in die Pfoten bekommen. Und ich bin nicht scharf darauf, mich mit Paladinen anzulegen. Aber wir fragen Xardas mal, wie wir zur Stadt kommen und dann machen wir uns auch alsbald auf den Weg. Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor, der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Das ist natürlich richtig. Wir machen uns jetzt auf den Weg, Freunde. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keine Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Okay. Also behalten wir schön Geheimhaltung über Xardas Aufenthaltsort und dass der Xardas hier unterwegs ist. So. Wir schauen uns jetzt erstmal hier an Xardas Turm ein bisschen um und nehmen wirklich alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist, weil das können wir alles später gebrauchen. Besonders Tränke. Ich nehme mal, Moment, hier war doch eine Heilpflanze gerade. Moment. Okay, Snapperkraut nehmen wir auch mit. Wir sind jetzt so ein paar Pflanzen drin, manche davon brauchen wir, manche eher nicht. Wir können auch später nochmal hierher zurückkehren, aber ihr seht es schon, ne? Hier die Controls sind sehr, sehr altbacken, ne? Ist alles so ein bisschen hakelig, aber das macht einfach den Charme von Gothic aus, meine Freunde. Wie gesagt, diejenigen von euch, die es kennen werden, die verstehen genau, was ich damit meine. Diejenigen, die es nicht kennen, die werden es lieben lernen. Ja? Aber auch schön mit dem Grafikmod, ne? Das Spiel ist, wie gesagt, 2003, 2004. Mit dem Grafikmod kommen wir dann in 2008er Grafik an. Ja, ist auch nice. So, aber wir gucken mal. Hier oben haben wir noch so ein paar Bücher auf Buchkommoden. Die können wir lesen. Da kriegen wir noch ein paar XP-Punkte. Ja, genau. Jagd und Beute lernen wir hier. So, da haben wir ein paar, ich glaube 25 Erfahrungen kriegt man für jedes Buch. Die lesen wir einmal schnell. Das bringt auch nochmal ein bisschen was. Und wir müssen gleich mal gucken, weil mit diesem El-Hiva-Mod oder El-Hiva oder wie auch immer, kommt zum einen die Grafik in das Spiel mit rein, also die bessere Grafik, die etwas überarbeitete Grafik. Aber damit haben wir auch auf der Map teilweise Ecken, die es vorher nicht gab. Das heißt, die Karte wurde auch teilweise überarbeitet. Was es für mich ein bisschen schwerer macht, teilweise mich zurechtzufinden, muss ich sagen. Ich habe nämlich in das Spiel jetzt schon mal ein bisschen reingezockt mit dem Mod. Und ich habe Gothic 2 schon oft gespielt, aber noch nie mit dem Mod. Also ich habe es noch nie mit dem Mod durchgezockt. Deswegen könnte das ein bisschen Dietrich noch den Schlüssel interessant werden teilweise. Weil dann auch für mich manche Sachen neu sind. Und um diese Truhe dann zu öffnen, brauchen wir einen Dietrich. Deswegen gehen wir den Turm mal ganz nach oben. Wenn ich mich nämlich richtig erinnere, müsste hier oben irgendwo ein Dietrich sein. Und auch ein kleiner Dolch. Und den werden wir auch noch brauchen. Weil ganz ohne Bewaffnung auf dem Weg zur Stadt, ist keine gute Idee, Freunde. Ist gar keine gute Idee. So, genau, warte mal. Der ganze Trakt hier oben ist, glaube ich, auch mit dem El-Hiva-Mod neu dazu. Guck mal, jetzt hängt man hier direkt fest. Das gibt's noch gar nicht.
Moment mal. Okay, wir können hochspringen. Nice. Das funktioniert immer. Works every time. Okay, dafür haben wir kein Talent. Das heißt, auch ohne Dietrich, mit Dietrich kommen wir da auch nicht dran. Aber hier müsste doch eigentlich ein Dietrich liegen. Die können wir natürlich auch nicht öffnen, die Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Nee, okay. Ah, liegt den Schlüssel? Nee, eine Spruchrolle. Okay, die nehmen wir mal mit. Spruchrollen sind relativ viel wert. Und für diejenigen von euch, die sich das Spiel auch vielleicht besorgen müssen, in der Beschreibung ist ein Link, um das Spiel auf Steam zu spielen. Dafür müsst ihr aber gleichzeitig noch einen Fix runterladen oder es über einen externen Launcher starten. Ich habe die Links euch dazu mal in die Beschreibung gepackt, weil das Spiel wird bestimmt einige interessieren, zumal es auch, glaube ich, nur 5 oder 6 Euro kostet mit Erweiterung. Und ihr könnt hier locker 100, 200 Spielstunden reinsetzen. Ist so ein bisschen wie Skyrim, muss man sagen. Ja? Skyrim kannst du ja auch unendlich zocken quasi, bis du schwarz wirst quasi. Und so ähnlich ist das hier auch. Guck mal, hier ist doch ein Schlüssel. Warte mal, den muss ich mal... Moment, ich gehe mal kurz First Person. Dann... Ah, ich kriege ihn nicht anvisiert. Das ist halt so ein bisschen hakelig. Wie gesagt, ist ein altes Spiel. So, da haben wir den Schlüssel. Okay. So, wir gucken mal kurz. Ah, hier waren wir ja schon überall. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal ein Stockwerk weiter runter. Weil irgendwo in dieser Bude hier müsste eigentlich eine Waffe liegen. Weil draußen vor dem Tor, da warten gleich schon so ein paar Gestalten auf uns. Da brauchen wir definitiv Bewaffnung. Und ich speichere auch mal gerade schnell. Ja. Nicht, dass wir nennen den Spielstand einfach mal Tjulfa. Ja, weil das Spiel hat keine Autospeicherfunktion. Null. Stirbst du, musst du da wieder neu starten, wo du zuletzt gespeichert hast. Hast du vergessen zu speichern, bist du am Arsch. Ne? Deswegen, das ist hier nicht so, ist hier nicht so ein Luxus wie in anderen Spielen. Hier sind wir komplett. Okay, wir haben hier ein bisschen Gold drin. Wir haben eine Feuerballspruchrolle und eine Fackel. Okay, die Fackel hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht. Ich nehme sie mal mit, kann ich verkaufen. Und das ist auch schön, man kann in diesem Spiel alles verkaufen. Alles. Du findest was, kannst verkaufen beim nächsten Händler. Du findest was, was du nicht brauchst. Kein Problem, kannst du verkaufen beim nächsten Händler. Ist alles gar kein Ding. So. Aber hier, da liegt doch eine Waffe. Genau, ein rostiger Zweihänder. Den können wir aber, glaube ich, gar nicht nehmen, oder? Nee, dafür brauche ich... Okay, dafür habe ich 5 Stärkepunkte zu wenig, natürlich. Das wäre auch jetzt zu einfach gewesen. Und ich brauche natürlich noch einige Erfahrungen fürs nächste Level. Und selbst dann kann ich auch Stärke nur bei einem Lehrer erhöhen. Das ist auch noch ganz interessant für diejenigen von euch, die es halt nicht wissen, wie es in diesem Spiel so zugeht. Man braucht für jeden Stat, den man erlernen kann oder möchte, braucht man einen Lehrer. Also ich kann jetzt nicht einfach, wenn ich ein Level-Up habe, gehe ich nicht einfach hier ins Charaktermenü rein und lerne irgendwas Neues. Ich muss für alles immer einen Lehrer finden und aufsuchen. So, und hier draußen schlägt natürlich der Grafikmod jetzt komplett zugute, sage ich mal. Vorher im Originalspiel ist das hier alles komplett... Was war denn das gerade? Das klang verdächtig nach einem Feldräuber. Hä? Ist hier irgendwo ein Feldräuber? Also Feldräuber sind so riesige Käfer. Okay, hier vorne ist ein Schaf. Okay, hier ist aber auf jeden Fall eine Waffe, ein rostiges Schwert. Das können wir auch ausrüsten. Hier, so, das haben wir jetzt mal hier auf der 1. Weil, Freunde, ich zeige euch jetzt mal was. Wir haben nämlich jetzt direkt, quasi direkt hier unten den Kobold. Ne, guck mal. Der fängt sie sich jetzt erstmal. Komm mal hier hin, Kollege. Komm, 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 zack. So, da kriegt er eine. Na, okay, warte, warte, warte. Ah, die Kobolde sind relativ... Oh, guck mal, und da hat mich der Kobold direkt weggesnackt. Es ist halt, wie gesagt, ne, es ist kein Spiel, wo du so rein joinst und dir so denkst, ah Mensch, das machen wir mal eben. Ich meine, ich habe in dem Kampf gerade reingeschissen. Ist halt auch ein sehr gewöhnungsbedürftiges Kampfsystem und ich habe jetzt eine Weile nicht mehr gespielt. Aber ich würde sagen, wir stellen uns dem kleinen Kobold oder Goblin nochmal. Denn wie eben schon erwähnt, Freunde, in dem Spiel hier gibt es keinen Autospeicher. Man startet immer wieder genau da, wo man vorher das Spiel gespeichert hat. Wenn du halt mal ein paar Stunden am Stück gespielt hast, und dann in das Game wieder reinkommst, tja, dann ist Game Over. Beziehungsweise nicht, wenn du wieder reinkommst, sondern wenn du stirbst. Wenn du viel gemacht hast und dann stirbst, wegen einem dummen Fehler irgendwo runterspringst und vergessen hast zu speichern, dann ärgerst du dich schwarz, das kann ich dir versprechen. Deswegen muss man hier immer speichern, bevor es hart auf hart kommt, sagen wir es mal so. So, und weil ich diesem Goblin auch ganz und gar nicht vertraue, weil es wirklich... Ah, ich habe den rostigen Zweihänder hier drüben drin vergessen. Moment, den hole ich mal gerade noch schnell.
So, hier haben wir den rostigen 2 hinter, den nehmen wir mal mit. Den können wir später noch gebrauchen. Das ist erstmal eine gar nicht so schlechte Waffe erstmal. Also für gleich. Wir müssen ja quasi nur einen Level-Up machen, dann können wir den rostigen 2 hinter bereits benutzen. Und meine Rüstung wäre auch nicht schlecht, ne? Aber wir stellen uns jetzt einfach erstmal nochmal dem Goblin und versuchen dem Kollegen jetzt mal hier richtig 1 Uwe 12 zu geben. Weil wir haben hier unten gleich auch noch einen Gegner, außer diesem Goblin. Und ich bin da gar nicht so scharf drauf, jetzt hier öfters zu sterben. So, komm, Kleiner, komm. Okay, kriegst einen Hit, kriegst noch einen Hit und du kriegst auch noch... Warte, komm. Okay, du kriegst... Und das war's. Diesmal haben wir ihn gekriegt, ganz sauber, ganz locker. Wir nehmen seine Waffe mal mit. So, und durchsuchen den Goblin, der hat ein bisschen Gold dabei, sehr gut. So, okay. Wir haben hier das... Okay, warte mal, der rostige Zweihänder, der macht ja auch nur 10 mehr wie das rostige Schwert. Jetzt auch nicht unbedingt mega hilfreich. Aber wir speichern jetzt gerade erstmal wieder zwischen, Freunde. Weil wie gesagt, man sollte hier wirklich fast nach jedem Kampf speichern. Ist einfach nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Denn hier unten haben wir jetzt schon den nächsten Gegner. Einen ganz ekelhaften Wolf. Der ist nicht, was heißt, nicht ganz so gefährlich. Der ist vielleicht sogar noch gefährlicher wie der Goblin, was den Schaden und so anbelangt. Aber der ist ein bisschen leichter zu berechnen, sage ich mal. Ja, bei diesen Goblins und kleinen Viechern hier ist wirklich das Problem. Hier gibt es auch noch so riesige Sumpffliegen. Die Viecher sind halt schnell um einen rum. Ja, und man hat hier halt nicht so, ihr seht schon, wenn man sich hier so im Kreis dreht, das dauert eine Weile, bis du einmal rum bist. Man könnte jetzt hier natürlich die Empfindlichkeit erhöhen, aber das wäre ja auch zu einfach. Ha? So, wir haben ein bisschen Heilkraut, das nehmen wir mal mit. Wir haben ja schon ein bisschen Leben verloren. Und wenn wir schon mal dabei sind, ziehe ich mir auch gerade mal schnell eine Essenz der Heilung rein. Einfach nur, damit es uns wieder besser geht. Weil hier unten haben wir jetzt auch nochmal einen alten Bekannten. Zum einen ein paar Goblins. Und den Kerl da, den kennen wir auch. So, warte mal, wir helfen dem mal. Wir schnetzeln den mal mit in die Goblins rein. Ganz locker. So. Oh nein, nicht den Kavalon angreifen. Nein, nein. Nicht, dass er zurückschlägt. Okay, zack. Goblin kriegt eine. Komm, kleiner Goblin. Ah, kriegst du noch eine, hä? Hast du nicht mit gerechnet? Oh, nicht mich angreifen. Lass mich doch in Ruhe jetzt hier. Hey. Nein, er erwischt mich. Tja, und da seht ihr es, Freunde. Gothic 2 ist für den Anfang ein gar nicht mal so einfaches Spiel. Man hat hier wirklich viele Sachen, auf die man aufpassen muss, weil es halt eben... Es ist ein Oldschool-RPG. Du kriegst hier auf die Fresse wie sonst nirgendwo. Hier wird dir nichts geschenkt. Nichts. Wirklich gar nichts. Kein bisschen Boden, kein Tutorial. Du kommst rein, wenn du nichts kannst, bist du am Arsch. Ja? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie groß meine Frustration gewesen ist, als ich dieses Spiel zum allerersten Mal gespielt habe. So, wir beobachten jetzt mal den Kavalon, der kann die Dinger auch alleine fertig machen. Seht schon, der Kavalon ist da hier ein bisschen versierter. Ich glaube, es gibt auch noch einen Mod, den man installieren kann, um quasi den Fokus auf den Charakter zu legen, auf den nächsten Gegner. Vielleicht sollte ich den mal installieren, ey, das würde es, glaube ich, ein bisschen einfacher machen. So, wir reden mal mit dem Kavalon. Ja, moin. Hast du Ärger? Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal, ich kenne dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. Tja, den Kavalon, den kennen wir noch quasi aus dem ersten Teil von Gothic. Den haben wir natürlich nicht gespielt, jedenfalls nicht hier auf dem Kanal. Aber das ist der Kavalon, den kennen wir. Der hat uns damals öfters mal unterstützt. Dein Name ist Kavalon, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin? Tja, wir müssen erstmal in die Stadt, mein Lieber. In die Stadt. So. In die Stadt also. Du könntest Probleme mit den Wachen kriegen. Die lassen nicht mehr jeden rein, seit es hier in der Gegend vor Banditen wimmelt. Hier ist in den letzten Tagen einer dieser ehemaligen Psioniker aus dem Minental vorbeigekommen. Er meinte, er geht ständig ein und aus in Korinnes. Er ging in das Tal unter dem großen Turm. Irgendwo bei dem Wasserfall dort muss es einen Weg dorthin geben. Vielleicht solltest du mit dem Typen mal sprechen. Hä? Ich weiß gerade nicht, wo er meint. Aber ist ja auch egal. Interessante Rüstung. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. In dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagier. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Okay, der Ring des Wassers klingt ja interessant. Und wir sollen uns ja mit den Magiern verbünden, sage ich mal. Ja, Xar hat das auch erwähnt, um diesen ganzen Bedrohungen entgegenzutreten. Aber wir machen erstmal ganz ruhig. Was macht der Kavalon? Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Was sind für Banditen? Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen?
Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Haben sie mir von hinten eins übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Ah, ist natürlich schwierig, Freunde. Weil, kurze Hintergrundinfo, in Teil 1 sind wir quasi ein Strafgefangener in einer Strafkolonie. Diese Kolonie war umgeben von so einer magischen Barriere. Diese Barriere haben wir selber durchbrochen, um halt da rauszukommen, weil wir waren quasi zu Unrecht da drinne. Ja, und natürlich sind jetzt aber alle, die zu Rechtens da drinne waren, also alle Banditen, alle Mörder und Halunken und Diebe, sind jetzt daraus entkommen und quasi wie so ein Schwarm Schmeißfliegen über dieses Land hergefallen. Und der Kavalorn ist denen auch zum Opfer gefallen. Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wieder haben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Okay, ja. Ja, wir können dem Kavalorn natürlich helfen. Aber vorher plündern wir hier ein bisschen, weil hier hinten, ihr seht es schon, da hinten, da seht ihr den Typen, der da steht. Das ist einer von den Banditen, von denen der Kavalorn spricht. So, wir haben jetzt hier aber einige Sachen, die wir jetzt gerade kurz hier um Kavalons Lager drumherum aufsammeln können. Das machen wir mal eben. Und dann unterstützen wir den Kavalon noch beim Kampf gegen die Banditen. Einfach, weil wir dann die Banditen looten können. Ja, der Kavalon nimmt sein ganzes Zeug, das ist auch schön und gut. Das kann er auch gerne mitnehmen. Und wir schnappen uns alles andere, was da so rumliegt. Alles andere, was sonst so wichtig ist. So, hier hinten haben wir noch eine Spruchrolle und einen Lederbeutel. Ein Spruchbeutel ist auch schön, ne? Können wir auch mal einen Spruchbeutel hinlegen. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe ja noch eine rostige Axt gerade aufgehoben. Okay, die braucht aber auch 40 Stärke. Das heißt, wir bräuchten eigentlich zwingend einen Level-Up. So, aber wir gucken mal. Wir haben hier natürlich eine Spruchrolle. Mit einer Spruchrolle kann ich ganz einfach Zauber wirken. Da muss ich keine Magie für erlernen. Ich kann mir quasi so eine Spruchrolle kaufen und kann einfach reinschießen, ja? Die Spruchrolle speichert quasi den Skill und die wird dann verbraucht. Ja, man kann das auch so erlernen, aber wir machen das mal ganz einfach so. Da können wir nämlich gleich schön Feuerbälle da reinschmeißen. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Wir helfen jetzt mal dem Kavalorn. Aber so abgemagert, wie du aussiehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Ja, aber... Ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Richtig. Meine richtig. Zeit wird knapp, also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Oh, ich bin allzeit bereit, weil wenn wir alleine dran vorbeigehen, greifen die uns trotzdem an. Lass uns die Kerle aufmischen. Deswegen alles nehmen wir lieber Kavalon mit. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Ja, jetzt alles werden klar. Werden die ihr blaues Wunder erleben. Ich schmeiß zwischendurch ein paar Feuerpfeile und so rein. Kein Problem, ich mach das. Ich hab gelernt. Kavalon, ich hab gelernt. Okay. Jetzt wir haben Feuerpfeile. Okay, pass auf. Du dreckiger Bandit. Pass auf, wir schnappen uns den jetzt direkt. Zack, der kriegt einen Feuerball. Okay, da ist unser Mana auch schon leer. Ist natürlich mies. So, zack. Was hast du verdient, okay. Mistkerl? Den haben wir uns weggeholt. So, wir nehmen mal sein ganzes Zeug mit schnell. So. Der Kavalon muss es sich nicht holen. Wir holen es uns natürlich. Du hast ja nicht mal Gold dabei. So, und da drin kommen jetzt natürlich noch mehr. Also gut, dass wir den Kavalon dabei haben. Weil das Krasse ist halt echt, selbst wenn man alleine hier dran vorbeigeht, greifen die Kollegen uns an. Und so haben wir natürlich ein bisschen Unterstützung zumindest hier. Du wärst so. Besser nicht hierher gekommen. Oh, shit. Warte mal, warte mal. Brago heißt der. Warte mal, hat der nicht einen... Moment mal. Zack. Oh, oh. Ha, komm schon, Kavalon, mach das, mach das. Ich zieh mich mal ein bisschen zurück, ich hab ein bisschen Angst. Okay, da schnetzelt er den weg. Okay, wir helfen ihm mal bei Brago und wir holen Brago weg. Und wir haben den Level up. Sehr schön, okay. Wir nehmen uns hier mal die ganzen Waffen mit. Danke, alles, was die dabei haben. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Ja, nimm's besser mit. Hier haben wir noch einen Nagelknüppel, sehr nützlich. So, das wäre erledigt. Sie hätten sehr sich gut. eben nicht mit mir anlegen sollen. Natürlich dann kann nicht. Ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Athanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe.
Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Ja, kein Problem, das kriegen wir alles hin. Okay, kannst du mir was beibringen, Kavalon? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Nee, ich kann mich an gar nichts erinnern. Okay, ich will deine Fähigkeiten lernen. So, dann müsst du uns Stärke oder Geschicklichkeit beibringen können, glaube ich. So, warte mal. Ah nee, er kann uns Einhandwaffen und so beibringen. Ah, okay. Das Problem ist, ich will eigentlich auf Zweihandwaffen-Skillung gehen. Obwohl Einhandwaffen auch fetzig sind, muss man sagen. Ich warte mal noch. Wir können bei Kavalon später immer noch was lernen. Wir werden jetzt erstmal nichts lernen bei Kavalon. So, hier haben wir natürlich Pfeil. Wir haben hier einen Bogen. So, Moment, nehmen wir mal alles mit hier, so. Okay, hier auf die Truhe können wir zugreifen. Wir haben ja eben den Schlüssel mitgenommen. Den Brief haben wir ja auch schon einem von den Kollegen eben abgeluxt. So, hier haben wir noch mehr Pfeile drin, sehr gut. Und 34 Gold, die nehmen wir natürlich auch dankend an uns. So, und wir haben jetzt... Moment. Viel weniger. Der Nagelknüppel hier macht weniger Schaden wie das Schwert. Ach, lol, okay. Gut, den Bogen kann ich nehmen, sehr gut. Das heißt, wir haben einen Bogen am Start. Ich trinke mal gerade kurz hier Mana, haben wir Mana wieder voll. Das heißt, wir haben jetzt Magie, wir haben einen Bogen und wir haben ein Schwert. Und wir haben einen Steckbrief, der auf uns ausgestellt ist, witzigerweise. Man weiß nicht genau, warum. Und hier haben wir die Nachricht für Vatras. Okay. Ah, okay, das ist ein Steckbrief von Xardas. Die wollen Xardas erwischen. Aber na gut, da können sie lange warten, Freunde. Aber wir speichern jetzt erstmal. Und ich würde auch sagen, das war's für diese erste Folge von Gothic 2. Ich hoffe, das Let's Play gefällt euch. Ich habe wirklich sehr viel Spaß an diesem Spiel. Und ich denke mal... Diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, werden mit mir zusammen auch sehr viel Spaß an diesem Let's Play haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wie gesagt, kleine Änderungen auf dem Kanal, aber so ist das Leben, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin.